Wenn ich nicht gezwungen bin, das Kapital irgendwo fest oder fix anzulegen, habe ich im Prinzip Chancen für beide Beteiligte. Ja, und die Unternehmenskasse ist eigentlich das Konstrukt der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Und das ist nichts Neues, das ist nichts, was wir in irgendeiner Form erfunden haben, sondern ist der älteste Durchführungsweg, den es in Deutschland gibt. Mehr als 150 Jahre alt. In den 1850er Jahren ist mit Krupp, Dückhoff, Gute Hoffnungshütte und so weiter losgegangen. 1872 ist dann Siemens dazugekommen, da es die Sprüche geben. In München gibt es eine Bank mit angeschlossenen Elektroladen. Das war damals Siemens. Klar, die haben es zwischenzeitlich aufgrund internationaler Geschichte anders gelöst durch CTAs oder andere Konstrukte. Aber es hat sich im Mittelstand und in der Großindustrie wirklich durchgesetzt damals. Und es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die auf diese Weise gewachsen sind, quer durch alle Branchen. Vor kurzem erst bin ich auch wieder drüber gestoßen. Hörner Bank, Privatbank, 1935 die pauschalotierte Unterstützungskasse gegründet und 2003 sind sie dann hergegangen und haben es für ihre Klientel und für ihre Bankkunden geöffnet und haben es zwischenzeitlich im Internet als überbetriebliche Unterstützungskasse mit angeboten. Aber wie gesagt, nicht bloß der älteste Durchführungsweg in Deutschland, sondern auch einfach und genial in der Wirkungsweise und die Einfachheit und die Genialität im betriebswirtschaftlichen Kern, die müsste ich heute ein Stück versuchen näher zu bringen. Und ich möchte das mit der Folie machen, eine Folie, die sich danach gleich wieder vergessen können, mit der ich nur einen Steuereffekt zeigen möchte. Wobei der Steuereffekt gar nicht so wichtig ist, das ist nur ein kleiner Vorteil obendrauf. Ich habe Ihnen hier Versicherungslösung hergeschrieben, zahle ich in der Versicherung 1.000 Euro ein, habe ich 1.000 Euro Betriebsausgabe, bekomme 300 Euro Steuern zurück oder muss sie gar nicht zahlen. Am Ende des Tages aber fehlt eine Liquidität von 700 Euro, wenn ich 1.000 Euro ausgegeben habe, 300 Euro Entlastung, fehlt mir 700 Euro. In einer pauschalotierten Unterstützungskasse mache ich das ganz anders. Hier produzieren wir buchungstechnisch nur einen Aufwand, und zwar hier in dem Beispiel auch von 1.000, damit natürlich den gleichen Steuervorteil von 300, nur der Punkt ist, das Ganze fließt mir gar nicht ab. Das heißt, ich habe im Ergebnis einen Effekt, mir bleibt nur der Steuervorteil als mehr Liquidität stehen. Das heißt, mache ich was, produziere ich wirklich nur Betriebsausgaben im ersten Schritt, steuerlich, und generiere hier einen Steuereffekt. Würde ich es jetzt liquiditätswirksam mit der Versicherung vergleichen, minus 700 plus 300, habe ich eine Mehrliquidität von 1.000 Euro. Das aber, wie gesagt, im arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerk nur die steuerliche Seite. Interessanter wird sowieso, weil wir haben zwischenzeitlich einen Wechsel von der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alterssorge, wie es früher so der Standard war, zur arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung, zu arbeitnehmerfinanzierten Systemen, wie sie auch Pflicht sind. Jeder Arbeitgeber ist geboten oder verpflichtet, dem Mitarbeiter eine Entgeltumwandlungsmöglichkeit anzubieten, also aus dem Brutto zu verzichten und für Altersversorgung zu nehmen. Das heißt, wir haben arbeitnehmerfinanzierte Systeme und durch die Arbeitnehmerfinanzierung kommt ja schon mal eine ganz große Menge Geld, und zwar der volle Betrag, die vollen 100 Euro plus die Sozialabgaben drauf, beim Unternehmer an, beziehungsweise fließen nicht ab. Und das ist natürlich eine ganz andere Liquiditätssituation, als wie wenn ich nur auf den Steuervorteil angewiesen bin. Und die arbeitnehmerfinanzierten Systeme, die sind natürlich dann auch der Schlüssel zur betriebswirtschaftlichen Gestaltung, weil da kann ich viele Dinge tun. Ich kann die eine Mitarbeitergruppe besser fördern als die andere. Ich kann den zweiten 100-Euro-Schein Entgeltumwandlung besser fördern als den ersten. Ich kann bestimmte Gruppen bilden. Ich kann bestimmte Gestaltungen machen, wie ich hier einfach sowohl die Umwandlung fördere, als auch Mitarbeiter dazu bewege, mehr oder in bestimmte Richtung was zu tun, um sowohl beim Mitarbeiter aus sozialen Gesichtspunkten Versorgung aufzubauen und als unternehmerischen Gesichtspunkten auch Liquidität ins Unternehmen zu bekommen. Und wenn man das mal wirklich so sieht, den ganz normalen Effekt, der Mitarbeiter wandelt nicht mehr 100 Euro um, die hier zur Versicherung überwiesen wird, endgültig, unwiederbringlich, unwiederkehrbar,
nicht kündbar, nicht stornierbar, nicht verpfändbar, nicht beleihbar. An das Geld komme ich nie mehr dran. Das ist endgültig weg aus der Unternehmenssphäre draußen. Hier bleibt das Geld, wenn der Mitarbeiter umwandelt, im Unternehmen. Und der Mitarbeiter sagt, lieber Arbeitgeber, gib mir das Geld einfach in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich 67 bin. Dann sagt der Arbeitgeber, prima, weil du es so spät kriegst, verzinse ich dir das Ganze. Und wie hoch der Arbeitgeber das verzinst, muss er entscheiden. Es werden irgendwo 2, 2,25, 2,5, vielleicht auch 2,75 oder 3% sein. Irgendwo, sage ich mal, in der Größenordnung 2,5%. Und dann hat, wenn er das macht, der Arbeitgeber, dann hat er wirtschaftlich aus dem Geschichte eine ganz große Chance, nämlich hat ein extrem langfristiges Darlehen vom Mitarbeiter bekommen, nämlich über eine Laufzeit von 20, 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt der Mitarbeiter ist, beim 27-jährigen Mitarbeiter 40 Jahren, beim 37-jährigen Mitarbeiter nur mehr 30 Jahre bei der Kapitalabfindung, bei Rentenvarianten wäre das noch viel weiter und länger in die Zukunft. Er hat nicht nur langfristig, sondern vor allem er hat ein günstiges Darlehen bekommen. Er hat ein Darlehen zum Zins von 2,5% bekommen. Das ist für ihn relativ günstig. Für den Mitarbeiter ist absolut super, weil dem Mitarbeiter der erste 100-Euro-Schein schon ab dem ersten Euro verzinst wird. Und er bekommt einfach rein mathematisch das Doppelte raus oder mehr als das Doppelte, wie wenn er sich 70% mit 1,75% verzinsen ließe. Und es ist nicht bloß langfristig und günstig, es ist vor allem, und das ist ganz wichtig, ein sicherheitenfreies Darlehen. Und als sicherheitenfreies Darlehen natürlich auch ein Weg zu Krediten ohne Banken und Basel II und III. Ich bekomme ganz normale Kredite, ganz normales Darlehen von meiner Unterstützungskasse. Also meine Unterstützungskasse ist praktisch mein Kreditinstitut. Und ich kann sukzessive kontokorrent ablesen, ich kann sukzessive andere Dinge machen. Ich kann auch hergehen, kann zum Beispiel Leasing betreiben und die Leasingraten oder Sale and Leaseback-Verfahren und die Leasingraten durch den Liquiditätszufluss finanzieren. Ich kann hergehen, kann Private Equity aufnehmen und über die Schiene die Rückzahlung finanzieren und so weiter. Und ich habe natürlich einen einfachen und guten Weg, den besten Weg der Mitarbeiterbindung. Und zwar aus einem schlichtwegen Grund durch die Effizienz. Wenn ich in der Lage bin, dem Mitarbeiter leicht das Doppelte zuzusagen, einfach indem kein Geld weggenommen wird, sondern alles ab dem ersten Euro verzinst, hat er schon mal leicht die doppelte Effizienz. Und durch das steuerliche System ist es ganz leicht möglich, das Ganze zu fördern. Das heißt, ich kann einen Arbeitgeberzuschuss noch oben drauf geben. Spürbar, 50%. Es gibt auch genügend, die machen noch mehr. Aber nehmen wir an 50%. Dann habe ich hier schon die dreifache und teilweise mehr Leistung wie die Versicherung, natürlich ganz andere Effizienz und damit auch eine Mitarbeiterbindung. Und das ist im Prinzip ein Vorteil sowohl für den Unternehmer, das Unternehmen, als auch den Arbeitsplatz. Und der Mitarbeiter versteht das natürlich. Wir stellen das in jeder Mitarbeiterversammlung klar dar. Wir sparen uns Kosten, Provisionen, Vertriebskosten und so weiter bei der Versicherung. Das Ganze bleibt in unserer Unternehmenskasse. Und vor dem mehr bekommt der Mitarbeiter einen deutlichen Zuschuss und ein anderer Teil wird für die Unternehmensplatz- und Arbeitsplatzsicherung verwendet. Das ist für den Mitarbeiter klar, das ist verständlich, da sehen sie einen eigenen Nutzen und sie sehen auch den Nutzen, in dem der Arbeitsplatz gestärkt wird. Ja, und dann ist es aus Arbeitgebersicht, wenn man es mal ganz einfach darstellt, und das ist auch wirklich die Essenz, es ist ein langfristiges, günstiges, sicherheitenfreies Darlehen. Es ist klar, irgendeine Verpflichtung, die ich irgendwann erfüllen muss, wenn der Mitarbeiter 67 ist. Ganz klar. Aber ich weiß genau, wann der Mitarbeiter 67 wird. Das kann nicht mehr werden. Das kann ich genau berechnen, das kann ich genau kalkulieren. Das ist beitragsorientiert mit einem Zins genau kalkulierbar und genau vorhersehbar. Und das günstige und langfristige sicherheitenfreie Darlehen ist dann natürlich eine Chance für Arbitragemöglichkeiten. Das heißt, schafft das im eigenen Unternehmen mehr zu erwirtschaften damit als 2-2,5%, und er schafft es ganz leicht, wenn er sein Kontokorrentkredit tilgt oder wenn er andere Dinge tut. Er hat ja auch einmal ein Bankdarlehen aufgenommen für 5%, er hat auch einen Kontokorrentkredit aufgenommen für 9 oder 10%. Hätte er alles nicht gemacht, wenn er nicht mehr als 5 oder 9 oder 10% auf das eingesetzte Kapital verdienen könnte.
Und dadurch haben wir natürlich Chancen für Wachstum, Investitionen und letztlich auch Bankenunabhängigkeit. Schaut man das Ganze aus Arbeitnehmersicht an, dann kann man es ganz einfach überschreiben, das Ganze ist nichts anderes als ein Sparbuch. Ihr habt gleich wie eine Sparbuchfunktion 100 Euro umgewandelt, sind 100 Euro drauf. Ein Jahr verzinst mit 2,5% sind es im nächsten Jahr 102,50 Euro, im übernächsten Jahr 105 Euro. Kann ich ganz einfach rechnen, ganz einfach kalkulieren. Der erste Euro wird verzinst, was Vorteil ist. Wir haben tendenziell einen höheren Zins. Er hat auch absolute Garantie auf die Umwandlung und auf den Zins. Und was das Entscheidende ist, und das schlägt eigentlich alle Fragen, wir haben einen absoluten Schutz für den Arbeitnehmer durch den PSV, den Pensionssicherungsverein. Und der Pensionssicherungsverein ist ein Konsortium aus Versicherern, rückverbürgt durch die Bundesrepublik Deutschland, über 70.000 Unternehmen, 75.000 Unternehmen damit zusammengeschlossen, über 12 Millionen Versorgungszusagen an Arbeitnehmern abgesichert, als deutlicher Vorteil. Wir haben als Vorteil die Förderung durch den Arbeitgeber und die Möglichkeit der flexiblen Umwandlung. Ob der einmal was umwandelt oder zwei Jahre lang was umwandelt oder im nächsten Jahr einen Einmalbetrag drauf, das ist im Prinzip egal. Und letztendlich kann es zur freien Darlehen genutzt werden oder es kann auch angelegt werden, je nachdem, wie man das gern möchte und dadurch natürlich Krisensicherheit und Bankenunabhängigkeit vermeiden. Ja, vergleicht man es hier auf der Folie nochmal ganz deutlich dargestellt, der Vorteil für beiden. Wie gesagt, gibt der Arbeitgeber einer Versicherung 100 Euro, ist eins sicher, er bekommt nichts zurück. Nicht beleihbar, nicht rückkehrbar, nicht stornierbar, nicht kündbar, nicht. Er kommt auf keine Möglichkeit dran und der Mitarbeiter bekommt hier mein Beispiel, sage ich mal 200 Euro der Arbeitnehmer. Was wir hier gestalten als mit der Unternehmenskasse, als firmeneigene Unternehmenskasse, da gibt auch der Arbeitgeber 100 Euro rein, bloß die 100 Euro, die bleiben bei ihm. Und das Schöne nicht bloß die 100 Euro, sondern, wie wir es gerade ein bisschen dargestellt haben, Steuervorteile noch obendrauf. Die Steuervorteile sind mit Sicherheit nicht so wahnsinnig bewegend, aber es ist interessant. Sozialversicherungsvorteile haben wir in beiden Seiten, aber hier hat er die 100 Euro zurück, was schon deutlich Vorteil ist, und was obendrauf. Und was natürlich noch interessanter ist, der Mitarbeiter hat eine deutlich höhere Leistung. Und warum die deutlich höhere Leistung? Einfach weil das eingezahlte Kapital verzinst wird und nicht nur 70%. Und weil er ein bisschen mit anderen und auch realistischeren Rentenfaktoren kalkulieren. Und wie der das verzinst, wie wir das berechnen, beides ist gestaltbar. Im ganz einfachen Fall macht er nur Kapitalzusage oder macht von einer Kapitaloption Gebrauch oder zahlt einfach Kapital aus, dann ist sie wirklich nicht mehr als Monatsbeitrag plus Zins 2,25%, dann habe ich wie im Sparbuch die Leistung, die irgendwann erbracht werden muss. Steuerlich kann das Ganze natürlich ausfinanziert werden, kann das Ganze natürlich bezahlt werden. Ich habe hier einen 30-jährigen Mitarbeiter mit einer 100.000 Euro Zusage, da können wir steuerlich verarbeitet über die Zeit insgesamt sogar 159.000, das heißt fast 160.000 Euro als Aufwand verbucht werden. Das heißt, ich mache wesentlich mehr steuerlich abzugsfähig, als ich überhaupt bräuchte. Wenn es der einzige Mitarbeiter wäre, okay, kann sich der Arbeitgeber die 60.000 als eigene Zusage nehmen bzw. selbst auszahlen lassen, muss es natürlich versteuern, aber er hat es vorher über die Zeit erstmal geltend gemacht.